Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Das lag gar nicht daran, dass wir im Wasser waren beim letzten Mal. Das lag daran, dass wir in der Mine waren, weil jetzt, wir haben ja auch wieder in der Mine aufgehört und jetzt sind wir hier raus. Wieder ist. Ich wollte doch. Da wollen wir hin. Da, Waypoint. Ich höre überall Schritte und einen Bären habe ich auch gehört. Da vorne ist einer. Shit. Jetzt kriegen wir Probleme. Lauf, Fini, lauf. Wo ist unser Minenloch? Hinter uns, neben uns, überall. Oh, Jemine. Oh. So. Wer von euch hat sich gewünscht, dass es spannender wird? Dankeschön, ey. Okay, wir haben sie abgehängt. Uiuiui. Mann, wir wollten doch nur friedlich minieren. Habe ich Hallo und herzlich willkommen gesagt? Ich glaube schon. Hier sind Sachen los. Mann, ey, da kommst du nach Hause, willst nur gemütlich spielen und dann so, ey. Hey, Danny. Jetzt geht mir über die Pumpe schon, ich kann wieder nicht schlafen heute Abend. Wo sind meine Fackeln eigentlich? Wo sind denn die Fackeln, wenn man sie braucht? Da beim Stein. Ja, wir stellen jetzt mal hier eine Fackel auf und schlachten uns mal hier in die Wand rein. Hi ho, hi ho. Komme ich mir immer wie so ein Zwerg vor mit der Pickaxe. So ein Schneewittchen-Zwerg. Nur ohne Schneewittchen. Und in groß. Halt mit einer Pickaxe. Und eine Zipfelmütze habe ich auch nicht drauf. Aber ich habe eine Pickaxe und ich werde sie benutzen. Komm, wir machen mal ein bisschen mehr Platz. Ich finde das hässlich, wenn das so knapp ist. Ich kann das auch in Minecraft nicht leiden. Wenn Leute ihre Häuser bauen, zwei hoch, dass man genau durchpasst. Man braucht ein bisschen Luft obenrum. Das mache ich auch im echten Leben nicht. Mir eine Wohnung suchen, wo die Decke 2 Meter hoch ist. Okay, dann würde ich wirklich immer mit der Haare ran schmieren, weil ich bin knapp 2 Meter hoch. Aber so 3 Meter dürfen es schon sein. Also jetzt in meiner aktuellen Wohnung, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, komme ich an die Decke ran. Altbau finde ich dahingehend auch schöner, mit hohen Decken. Aber es halt auch, hat alles Vor- und Nachteile. Altbau, Neubau, Vor- und Nachteile. Merkt euch das. Das klingt gut, das hat nur Vorteile. Ha! Gib mir da sweet, sweet Zeug. Ja, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Ne, das war eine Aktion wieder. Wo ist denn unsere Schaufel? Wer hat eigentlich den Gürtel gepackt, Leute? Das ist ja furchtbar. Ein Graus. Wir können mal ein bisschen so machen. So, so, so. Oh. So. Hallo? Ah, jetzt hat. Ist Stein aber. Nee. Was ist denn hier los? Ist hier Fake-Ding. Einfach nur, um den Weg zu blockieren, oder was? Ich schlage ins Leere. Ah, na also, es geht doch. So, sehr gut. Das klingt doch schön. Sieht doch schön aus. Ist alles dunkel. Scheint Eisen zu sein. Apropos alles dunkel, finde ich bei Gesteinssachen sehr gut, aber bei meiner Umgebung nicht. Machen wir hier nochmal ein Lichtchen. Na gut, dann eben da hinten. Ist mir auch recht. Ist mir eh auch viel lieber, wollte ich so. So, Herr Spiel, das ist hier immer noch. Das... Und sieht wieder aus wie Gravel und ist aber gar keins. Und jetzt treffe ich wieder nix. So. Kloppt mir alles weg, was um diesen Block rum ist. Bis der runterfällt. Huch. Das war eine Flechte oder ein Spinnennetz. Weiß man hinterher nicht mehr so genau. Ja. Puh, wie gesagt, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Ah, Eisen finden wir gut. Ist auch gut fürs Konzept. So, räusper, räusper. Achso, brauche ich gar nicht dazu sagen, habt ihr gar nicht gehört. Weil ich habe nicht gedrückt. Ich habe gedrückt. Lieben Gruß an Sanne, ey. Ein Klassiker. Sehr, sehr viele Jahre alt, der Joke mit ich habe gedrückt. Hat Sanne nämlich mal gesagt, als er drücken sollte. Und er sagt, ich habe gedrückt. Und, also, ne. Er war dran mit unterbrechen oder mit stunnen, glaube ich. Und... Der Gegner hat da trotzdem das gemacht, was er wollte. Und Sanne hat gesagt, ich hab gedrückt.
Seitdem so ein Running Gag. Wenn man sagt, man hat was getan, hat aber nicht geklappt. Also ob man jetzt nun wirklich gedrückt hat oder nicht, wir wollen dem Sana ja noch nichts unterstellen. Zwinker, Zwinker, beschwört er bis heute noch, dass er gedrückt hat. Nein, Spaß, Sana. Aber hat sich so eingebürgert als Gag, dass man dann sagt, ich habe gedrückt. Wenn man gedrückt hat. Hier ist ganz schön viel Eisen. Das finde ich richtig gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass hier auch ganz schön viel nichts ist. Was mehr wie Sachen aussieht. Wir müssen jetzt hier mal wieder ein bisschen was verklopfen. So. Schäufelchen. Das ist hier komplett... Eine komplette... Geister... Gravel-Ansammlung. Und das hinterste Das ist komplett... Ach so, ist ein Sicherheitsgravel, dass man hier nicht runterfällt. Deswegen kann man es auch nicht kaputt machen. Verstehe, verstehe. Ist nämlich aus, ja, wie gesagt, Sicherheitsgravel wird aus Panzergravel. Also, man nimmt Panzerglas, zerbröselt das ganz, ganz klein und mischt dann Stein drunter. Und das ist dann Sicherheitsgravel. Das kann man nicht so leicht kaputt machen, auch nicht mit der Pickaxe. Und deswegen steht das jetzt hier und sichert uns ab. Weil hier ist ganz schön hoch. Also wenn man jetzt da runterfallen würde, wäre das unangenehm. Und deswegen haben die Funpimps hier ein bisschen Sicherheitsgravel hingebaut. Das ist uns nicht passiert, finde ich ganz nett. Nachdem wir wieder aus der Höhle rausgeportet wurden. Also, wir haben doch aber auch schon mal ausgelockt in Höhlen, oder? Oder habe ich sonst immer zu Hause ausgelockt? Wie gesagt, beim letzten Mal dachte ich ja, es läge daran, dass wir im Wasser waren. Aber es scheint wirklich an der Höhle zu liegen. Eieiei. Wäre ja fast was geworden. Habt ihr gesehen, wie der uns angegriffen hat? Weil wir nicht den Kopf getroffen haben. In unserer Hast. So, ist das hier auch noch Sicherheitsgravel oder ist das normales Gravel jetzt hier wieder? Weil nicht mehr so hoch ist. Würde man sich höchstens ein Bein oder so brechen? Und dann ist nicht so schlimm. Seht ihr? Sind wir schon fast unten. Wollen wir hier ein bisschen vertrimmen? Ja, machen wir noch weg, ne? So, müssen wir uns natürlich auch wieder hoch prügeln. Wartet mal. Genau, wir bereiten das schon mal hier vor alles. Schön, schöne Ecke. Schöne Höhle habt ihr ausgesucht, Leute. Und ihr wolltet schon nicht nochmal hierher kommen, wisst ihr? Und jetzt freut ihr euch doch mit mir, dass wir hier wieder sind. Oh, guck mal, wie viel Eisen hier ist an einem Stück. Njom, njom, njom. Achso. Eat. Ich finde das immer noch ungewöhnlich, Honig zu essen. Also, ja klar. Ne? Auf dem Brot isst man Honig. Aber aus dem Glas sollte man das eher trinken, glaube ich. Kann man da schlecht mit einer Gabel da rausfischen und mit dem Messer dann so schneiden. Und aber auch schön 30 Mal kauen, euren Schluck Honig. Sonst liegt der schwer im Magen. So, jetzt sind wir, haben uns hier wunderschön runtergeprügelt. Haben jetzt aber keinen Weg mehr hoch. Das finden wir nicht so toll. Deswegen müssen wir das als erstes machen. Das ist schon wieder 2 Uhr. Jetzt bald wieder tags. Wenn ich dann um 4 Uhr denke, ah Mensch, komm, lass mal hochgehen. Dann erst den Weg zu machen, ist auch doof. Ich glaube, das ist gut so. Kommen wir hier. Ja, sehr, sehr schön. Ui, ganz schön steil. Abwärts geht schnell. Runter kommen sie alle von alleine. So, ach, guck mal, wie schön die Fackel hier sogar hält. Oh, sind hier Leute? Hallo, ist hier jemand? Klingt ganz schön dicht dabei. Oder sind die oben? Guck mal, da ist noch ein Gang. Ist ja mal eine richtige Höhle mit Gängen und so. Ja, genug. Genug umgeschaut, meine Freunde. Wir haben Messerarbeit zu erledigen oder Spitzhackenarbeit, um genau zu sein. Ja. Machen wir das. Bleibst du? Kommst du? Darf ich? Bisschen weit weg. Bisschen weit weg. Müssen wir jetzt hier uns schnell hinprügeln, ehe es despawnt. Müssen wir uns hier noch eine zweite Treppe in den Stein schlagen. Hier können wir auf jeden Fall nochmal herkommen und weiter abbauen. Weil hier ist, glaube ich, noch eine Menge los. So rein metalltechnisch. Das war der falsche. Was ist denn hier schon wieder los? Sicherheitsstein? So, gibt es Eisen? Wo ist es? Schon gedespawnt. Geil. Ich höre doch hier Schritte. Die sind doch hier drin. Aber ich sehe keinen, ist so dunkel. Ah, der Mining Helmet war an. Ich dachte, wäre. Oh ja. Immer mal mehr Licht. Lasst mich ein wenig mehr Licht riskieren.
Boah, da oben ist auf jeden Fall nochmal ein Gang. Müssen wir nochmal hin. Geil! So, von da kommen wir. Machen wir hier nochmal eine Fackel hin. So nämlich. Nee, so nicht. So ist blöd. So ist auch blöd. Manu, ich will nicht immer... Ach, oh, das ist doch schön. Schön in der Luft wieder. Wo so eine Fackel halt hingehört. Ist das unser Gravel? Ist das hier runtergefallen oder liegt das hier von Hause aus? Ah, da ist ja noch Eisen. Mitten auf unserem Weg. Haben wir liegen lassen. Kommt davon, wenn man keine Fackeln benutzt. Also Leute, immer schön Fackeln benutzen, sonst übersieht ihr das ganze Eisen. Hier nicht. Nein. Da. Nein. Nein. Gut. So, dann gehen wir hier wieder runter. Irgendwer hat da Hunger. Nein. Gut. Weiter. Was brauchen wir? Wir können noch ein bisschen Potassium mehr mitnehmen, wa? Wo es hier so rumsteht. Eisen haben wir, glaube ich, gut kassiert für heute. Zeig doch mal her. 27. Nice. Schön. Gefällt uns gut. Können wir schön in die Forge schmeißen und dann noch eine Reihe. Und dann wollten wir noch eine Reihe Mauer machen? Oder hatte uns die Reihe Mauer, die wir jetzt noch gemacht haben, gereicht schon? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir noch einen Überhang machen. Also wir brauchen noch mehr Eisen. Grüne Magnumparts. Braucht keiner. Können wir Eisen ausmachen. Und zwar genau so. Sonst nicht so viel los hier erstmal. Ne, müssen wir... Da wollen wir hin. Oh, da wollen wir hin. Oh, Leute, Schmeiter. Jetzt ist aber gleich 4 Uhr. Machen wir morgen Nacht. Machen wir morgen Nacht. Aber dran denken, dass ihr nicht wieder hier unten auslockt. Weil unangenehm. So, das Potassium nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir. Potassium. Kam hier. 35. Passt mit der Kohle zusammen, die wir noch hatten. Schön. Wie abgemessen. Ups. Hoch hier. Hier hoch. Da hoch. Na. Haben wir wieder einen super Geheimweg gebaut. Den wir... Ne. Seht ihr, wo wir wieder 7 Anläufe brauchen. Oh, jetzt sind wir ganz runtergerutscht. Sind wir jetzt wieder unten? Nein. Ha, halber Weg nur. Schwupp. Was ist denn hier los? Muss doch hochgehen. Haben wir. So. Unser Typ findet das gut. Macht ihm Wellness. So, hoch hier. Lass jetzt hier auch die Fackeln hängen. Schwubbel die Wubbel. Oh, nein, 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 daneben. Nein. Kommen wir hier nicht. Nervt mich ein bisschen hier die Stelle. Wollen wir noch ein paar Frames investieren? Machen wir. Wir investieren hier mal in Woodframes, dass wir hier einen anständigen Weg hoch haben. So, und zwar so. Und so. Und so. Boing, boing, boing. Gut, ein anständiger Weg sieht auch nochmal anders aus, aber war das überhaupt schon richtig? Ja, hier kommt man gut hoch. So, weiter. Der Tag leuchtet schon. Huch, was haben wir eigentlich vor sonst noch? Unseren Graben haben wir ausgebessert. Ja, die Mauer aufstocken, Überhang bauen. Und ansonsten wieder Ausflüge machen, Sachen beschaffen, ne? Ich wollte doch noch, wir hatten doch noch, ich erinnere mich, wir hatten hier irgendwo noch 2 Meter weiter, hatten wir noch was gesehen, was auf die Entfernung aussah wie ein Kohlefleck. Und sind wir aber nicht hingegangen, weil war kurz vor 22 Uhr und wir wollten schnell in die Mine. Damit uns nichts passiert, wenn wir einloggen und doch wieder oben stehen. Das war prima. Das hat ganz, ganz hervorragend funktioniert. Wo war denn das? War doch da hinten. Da, ich sehe es. I see you, how you leak there. Kleine süße Kohle. Und noch eine Tasche auf dem Weg. Lila Pistolenteile. Das war zu hoch, glaube ich. Wow. Die machen immer so komische Geräusche beim Sterben. Warum ist denn hier so voll wieder? Ist hier ein Point of Interest oder so? So, Leute, jetzt müssen wir euch erstmal alle wieder klar machen, damit wir in Ruhe hier kohlen können, wa? Manchmal natze ich die aber auch einfach. So, du kannst da hinten machen, was du willst. Die da hinten interessiert sich auch nicht. Doch, doch. Ist halt immer so verwirrend, wenn die auch manchmal einfach so Geräusche machen. Weiß man nicht, bin ich jetzt gehuntet oder nicht. Macht die einfach so Geräusche, weil sie fröhlich ist, wie so ein Baby, was einfach dann zwischen... macht. Und, also vom Intellekt her, obwohl, Babys sind natürlich auch intelligent. Aber so von, wie heißt's denn?
Von Artikulationsmöglichkeiten entspricht so ein Zombie ja ungefähr einem Baby. Können auch nur halt nicht so tief. Weil Babys noch nicht so Adamsäpfel haben und noch keinen Stimmbruch hatten. Also auch kein Frauenstimmbruch. Frauen kriegen ja keinen Stimmbruch, aber... haben ja meistens trotzdem tiefere Stimmen als Babys. Meine Mama sagt, ich hatte eine ganz, ganz tiefe Stimme als Baby auch schon. Sie sagt, wenn ich geschrien habe, klang das so. Wo wenn sie das natürlich mit ihrer Stimme nachmacht, klingt das nicht ganz so tief. Also jetzt, wo ich das jetzt nachgemacht habe, klinge ich wahrscheinlich mehr wie so ein Bär. Apropos so ein Bär. Die Rechnung ist noch nicht ganz beglichen, Petsibrum. One-Hit-Opfer! Nice! Schön mit der Pumpe in den Kopf mit Double-Damage. So muss man mit Bären umgehen. Und mit Federn muss man... Quatsch. Doch. Mit Federn muss man so umgehen. Was ist denn hier? Animal. Achso. So, jetzt können wir jetzt endlich mal nach Hause gehen. Ihr lasst euch mal ablenken, ey. Nichts schafft man mit euch. Guck mal, schon wieder 6 Uhr. Halb Tag wieder rum. Können wir gleich wieder umkehren in die Mine. In die Mine gehen? Ist noch ein Minenloch. Another Mining Hole. Cool. Merken wir uns mal. Das andere finden wir jetzt aus dem Kopf bestimmt wieder. Und das hier. Ja, stimmt. Wir hatten das auch schon mal gesehen. Ich hatte es dann aber wieder vergessen. Aber ich wusste das. Seht ihr, ich wusste das nämlich, dass hier noch irgendwo eins ist. Ach so, aber bevor wir, weil das andere Minenloch ist ja auch noch gut. Bevor wir hier reingehen, gehen wir bestimmt nochmal spazieren und da setzen wir uns eh den Wegpunkt wieder woanders hin. Ist egal. Ihr denkt da schon dran. Wenn ich wieder stehe und denke, Mensch, kein Minenloch, bla bla bla. Und dann schreibt ihr mir, Mensch, Finn, da war doch noch das Minenloch. Und dann 5 Folgen später kann ich dann in das Minenloch gehen. Verwirrt mich immer auf Entfernung, dass man die Tür noch nicht sieht. Sieht immer aus, als hätte ich es offen gelassen. Ich rieche ja. Achso, der Bär, ja klar. So, hatten wir jetzt hier alles? Nee, hatten wir gar nicht. Hatten wir gar nicht. Leute, Leute, Leute. Sehr, sehr sträflich. Wo bist der Herr Klauheimer? Da. Ja. Das müssen wir natürlich schön nachholen jetzt hier. So, hier noch einmal draufgehalten überall. Gucken, dass auch hier nicht mehr kaputt ist. Ah, siehst du? Zack. Immer so mit dem Hämmerchen. Klack. Klack. Hat nur so eine Ecke abgestanden. Immer mit dem Hammer drauf und dann ist wieder gut. Hier mitten auf der Ecke fehlt es. Kannst ja auch so nicht lassen. Waren die überhaupt groß hier auf der Seite noch? Nö, war. Nö, sieht gut aus. Looking gut. So, jetzt vorsichtig. Nicht wieder sprinten und in die Spikes fallen. So, zugemacht. Und drin hier. Was haben wir denn so vor? Was haben wir denn eigentlich so vor? Als allererstes haben wir vor... hier Dinge. Nein, keine Kohle. Wollen wir ein bisschen Kohle zu Barren verarbeiten? Ein paar Kohlebarren. Wo sind, da sind. So. Sind jetzt, glaube ich, ein bisschen hier in der Nähe heute. Ach ja, seht ihr? Was sagt hier eigentlich? Ist in Ordnung. Können wir noch ein paar mehr machen. Machen wir noch mal ein paar. Der andere Ofen hat auch 17 Minuten. Dann können wir den hier auch auf 10 stellen. 10 Minuten auf 300 Grad vorheizen und dann den Stein hinzugeben und langsam auf mittlerer Stufe köcheln lassen, wollte ich gerade sagen. Das macht man im Ofen nicht, ne? Garen. Wir garen unseren Stein. Ja, ja, weil wir feine Leute sind, garen wir unseren Stein. Ja, wir könnten erstmal Sachen verscrappen. Wir haben jetzt natürlich unsere Ersatzpistole schon oben hingelegt, können deswegen nicht gucken, ob das besser ist, aber im Zweifel legen wir das erstmal dahin. Wir haben noch Platz. So, legen wir hier auch mit drauf. Gibt kein Extra, aber dann sind wir los. Ach, hätten wir natürlich. Na, egal. Ist egal. Wir brauchen da hinten eh nichts. So, das kommt hier, das kommt da. Wer macht denn sowas? Sieht ja aus wie Scheibenkletter. So, hier können wir nochmal 35. Was haben wir mehr? Ja. Hätte ich auch drauflegen können. Jetzt muss ich hier komisch rumzählen. So. Und ja, komm, klickt jetzt schnell. Klicket! Hat es. Zack, zack, habe ich das geklickt.
geht, wie Kinder machen hier. Gunpowder müssen wir produzieren, ist natürlich auch klar. Gunpowder geht nämlich so. Da müssen wir den Bären noch loswerden. Wo wollten wir noch einen Bären aufbinden? Weil der stinkt. So. Ach so, seht ihr? Ich wollte mal gucken. Habe ich doch. Wo ist denn? Haben wir nicht. Wir haben doch. Haben wir schon gesammelt. Ich bin ein Typ. Je suis un Typ. So, ist noch mal eine Bärensuppe. 30 Stück. So, jetzt geht's mir besser. Leg hier die leeren Gläser noch mit rein. Hatten wir noch was im Feuer? Nö. Gut. Ja, haben wir unser Gunpowder und dann können wir da 9mm Bullets noch draus machen. Das war nämlich genau so. Und das restliche Leder kommt hier rein. Und, ja. Ne? Sind wir erstmal zufrieden. Können wir so stehen lassen. Dann wollten wir... Genau, jetzt haben wir nämlich Dings auch frei. Wir legen uns mal 12 als Ersatz hin. Und den Rest verwursten wir. Ich sagte, den Rest verwursten wir. Dankeschön. Falsche Kiste, richtige Kiste. Ach, guck mal. Haben wir 20 als Ersatz. Ist auch recht. Achso, hier, genau. Haben wir schon Rebar-Frames. Ach ja, müssen wir auch so machen. Die restliche Kohle kann hier erstmal zu der anderen Kohle. Steine brauchen wir auch erstmal nicht. Wird mir gleich schwindelig hier hin und her und wieder zurück. Warum liegen hier die drei Casinos drin? Ich könnte auch auf die Casinos drauf. Die verscrappe ich jetzt extra nicht. Ich will mal ein bisschen sammeln, die Tokens. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Eisen. Ja, Holz. Holz haben wir nicht so viel dabei. Was sagen denn? Ist leer. Na, haben wir da was zu tun? Haben wir da was zu tun, wenn wir kein Holz haben? Können wir einweihen. Unsere lila Feueraxt. Schön. Schön. Ah, wir hätten die Spikes wegtun können. Na, egal. Wir wollen ja jetzt eh nur Holz sammeln hier. Da sollte unser Gepäck für reichen, glaube ich. So viel Holz wird es nicht sein. Timber! Wie viele waren das? Ich habe nicht mitgezählt. Wartet. 7. Wie sieht das gehört für so einen großen Baum? Total gut, wenn man das ein bisschen wachsen lässt hier. Timber! Annie Falls. Kann derweil was steht denn hier rum und gucke zu. Das ist großartig mit der lila Axt. 3 Schläge auf so einen Baum. Auf so einen großen. Das ist fantastilionisch. Das ist die falsche Richtung, mein Freund. Da wollen wir nicht hin. Wo lang fällst du? Da lang. Kann ich hier fällen gehen. Wenn der fällt, fäll ich auch. So, können wir hier schon sammeln. Gimme dat. Timber! Hat jetzt einer von euch mal mitgezählt, wie viele wir brauchen? Wie viele Frames für unsere Mauer? Ich nämlich schon wieder nicht. Weil wir müssen ja jetzt nicht so furchtbar... Ich glaube 100, irgendwas über 100, ne? Weil wenn wir dann noch schon mal Rohre übrig haben, können wir schon mal für den Überhang was bauen. Und müssen nicht alles zu Rebar-Frames machen und stehen dann da und haben die Rebar-Frames in der Tasche und brauchen die überhaupt nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Oh, unser kleiner Taschenwald gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Tja, aber wisst ihr, was mir auch gut gefällt? Mir würde sehr, sehr gut gefallen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play 7 Days to Die. Weil diese Folge ist vorbei. Hat sich sogar gereimt. Wisst nicht, was ihr zu meckern habt hier. Achso, ist nur ein Stein, dachte, wäre eine Handtasche. Ja, also, ich habe schon eingeläutet, jetzt läute ich zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüssli Müsli.